up incoming MJ-12 troops. They must Schon have wieder? Your location. Better get... I need your help. What for? I've located a supply of the virus that causes gray death. A freighter at the Brooklyn Naval Shipyard. It's the government, isn't it? Part of some experiment. Conspirators. Some in the government, some out. What do you expect me to do about a freighter? Help me scuttle it. You have any extra lambs or rockets? You think you can scuttle a freighter with a lamb? A few lambs at weld points. I'll help you out. How about a rocket for a GEP gun? Usually save those for the NSF, but I'll sell it at a loss, say $2,500. You can also have a half dozen lambs for $2,400. Better buy now. I'm selling cheap. Give me a break. Hundreds of millions of lives are at stake. I like what you're doing, but I gotta cover my costs. Auf jeden Fall. Hey, I'm starting to get nervous about this. Den Preis what zu you're drücken. About to do is gonna turn some heads. I don't want any trouble from the authorities. Yeah, du solltest Actually, vielleicht abhauen. NACO's planning an operation of some kind. You might want to get out of Hell's Kitchen after I leave. What kind of operation? A manhunt, for me. I don't think you want to get caught in the middle. Thanks for the warning. Come on, let's wrap this up. Yeah, ich will die Lambs. You telling me the truth about this super freighter? They're really gonna expose people to the plague? A Marine from the shipyard told me that FEMA's involved. Guess they've gone from fixing emergencies to making them. If you ask me, I bet FEMA wants to cause a national emergency and get control of the army. I think we can expect Walton Simons to make a grab for power one way or another. That's all they would need. One national emergency. Then they could get rid of the president, shut down Congress, and suspend the Constitution. Okay, jetzt... Ich will Give me the lambs for $2,400. What a deal. That's all I've got. If you need more, raid the ammo storage facility at the shipyard. Das sagst du mir jetzt? Jetzt, wo ich dir das Geld gegeben hab? Du bist doch ein... Ah! Ja, irgendwie klar, oder? Und da habe ich auch die Dietriche voll. 5 Tools. Ich hoffe ja, dass er da drin eine Biozelle hat. Ich glaub's aber nicht. Hey! Das konnte man mal aufsprengen. Dann gucke ich eben so, was da drin ist, ob sich das lohnt. Letztes Mal, weiß ich gar nicht, waren sogar Waffenmodifikationen drin. Für die wird es sich tatsächlich sogar lohnen, die Tools zu investieren. Ein Medikit. Aha. Thermooptische Tarnung. Oh ja, die brauche ich für da draußen. Die Frage ist nur, was lege ich dafür ab? Den würde ich gern behalten, vor allem wenn es zu einem U-Boot-Stützpunkt geht. EMP-Granaten sind eigentlich nur nützlich für Bots. So, und gegen Bots habe ich ja den Raketenwerfer. Oh Mann. Ich bin gerade echt ein bisschen angeschlagen. Dann trinke ich doch erstmal eine Soda. Oh Mann, ich brauche echt dringend diese Energie. Gibt es hier in Hell's Kitchen irgendwo Energie? Nee, ne? Ich könnte höchstens Heilung kriegen in der Klinik. Oh nein, ich die Ratte... Ach Mist. Ja, komm, egal. Ich überlege gerade, ob es hier noch einen Bot gibt, der Energie auflädt. Aber ne, hier in Hell's Kitchen war da keiner. Schade. Ich speichere hier nochmal. Ich glaube, ich versuche erstmal in die U-Bahn rüberzukommen. Jetzt bin ich im Ohr. Gunther! Ah, hier ist kein Keypad mehr. Das ist ja böse. Da kann man gar nicht runter. Okay, dann muss ich jetzt zum Hotel hoch. Ich mach mich einfach unsichtbar. Hat vielleicht von euch irgendeiner... Oh, verdammt. Die Tarnung hält ja nicht wirklich lange. Nee, okay. Okay, angreifen ist eine blöde Idee mit der Tarnung. Ich dachte, die hält länger. Die Ballistikpanzerung hat eine ganze Weile gehalten vorhin, aber die thermooptische, die braucht wohl tatsächlich ein bisschen mehr Energie.
Also dann zum Hotel und ab nach oben. Und weil ich keine Energie mehr habe, muss ich das hier auf die alte Art machen. Da drin gab es auch keine Energie mehr. Nee, Mist. Naja, jetzt geht's erstmal nach South Brooklyn. Let's go. Yep, lass uns abhauen. Ich hätte versuchen können, nochmal in die Klinik zu gehen, um mich zu heilen, aber mit so vielen Truppen auf der Straße ist das, glaube ich, keine gute Idee. Da wäre ich danach wahrscheinlich angeschlagener als davor. Und damit willkommen in Brooklyn. I've dropped you in an abandoned lot next to the base. There should be an old grate on the wall that you can gain entry through. I've got to get out of here before the sentries get suspicious. Das alte Gitter. Tatsächlich. Du bist gut, Junge. Du bist echt gut. Was würde ich noch ohne dich tun? You're past the fence. Good. Up ahead are the barracks. You need to gain entry to the base and eventually reach the large building to the north. Keep your eyes open for the ammo storage facility. You need to load up on explosives. Ich hab doch schon welche gekauft. You came in on the chopper? You must be with the DC people. Du bist nicht feindlich? Okay. Der ist auch nicht feindlich. Der ist auch nicht feindlich. Da kann ich nach unten. You must be Din. Ach Gott, stimmt! Ja, das sind die Kumpels von Vinny. Think you can find out what's going on in there? Go for it. Is FEMA really running the show? FEMA and the Chinese? I don't like the smell of it one bit. Me either. His key will open the main gate. The guard just inside the main building entrance will let you pass. But don't expect any hospitality from the FEMA people. Cool, danke schön. Ich bin ja gespannt, was es da drin so alles gibt. Ich löse immerhin keinen Alarm aus. Hier ist auch kein Medikit oder so. Und hier hinten gibt es auch nichts mehr. Dann bleibt eigentlich nur das Haupttor. Das Benutzen von tödlicher Gewalt ist erlaubt. Das nehme ich mir gerne zu Herzen, um meine Gegner auszuschalten. Sieht aus, als könnte ich mich da... Genau... 25%! Na komm! Siehste, es geht... Verdammt, ich komme da nicht hoch! Weil mir die Bioenergie fehlt, um meine Springfähigkeit zu aktivieren. Gibt's hier nicht irgendwo eine kleine Kiste, die ich mitnehmen kann? Haven't seen you in a week. Where you been? Ah, workers camp. Messed up my hand while I was working on the sewer shutoff grate. Damn thing came down and nearly took off my whole arm. You'll be all right. I have begun planning your future objectives. Aha. Er plant meine weiteres Gehen. Okay. Ja, Reichweite. Sehr cool. Oh, Dietrich. Bioenergie. Yeah. Sehr geil. Also erstmal Reichweite auf die Pistole. Dietrich, habe ich schon 20 Bioenergie. Sehr schön. Damit brauche ich auch keine Kiste mehr. Sondern kann direkt... Ich halte mich mal so ein bisschen verdeckt, ne? Damit die nicht so Verdacht schöpfen. Achso. Ich muss die natürlich erstmal benutzen. Mal speichern. Und dann am besten sehr sparsam damit umgehen. Medikit. Cool. Kann ich jetzt von hier direkt darüber? Das wäre echt super. Dann kann ich mir nämlich noch ein bisschen... Bioenergie sparen! Ja! Tatsache! Cool! Munition! Ja, besser als nichts, ne?
Früher oder später werde ich die Munition auch brauchen. Verbrauchen. Gebrauchen. Wie auch immer. Ach, das ist nur die Stütze. Da ist der Gegner. Seid ihr jetzt immer noch friedlich? Ja. Hier ist er auf meiner Seite, ne? Okay. Einmal zielen. Könntest du... Sag mal, ich hätte doch gerade in den Kopf eine Kugel gejagt. Das reicht doch normalerweise aus. Ein Messer. Nein, danke. Das Schwert ist einfach eine super Möglichkeit, um alle möglichen nicht allzu starken Türen zu öffnen. Es verbraucht keine Munition, es verbraucht keine Dietriche. Finde ich gut. Und auch hier gilt wieder, solange ich am Computer bin, kann mich die Kamera nicht sehen. Grauer Tod. Alle Mitarbeiter, die Symptome lass sie umgehend der Klinik zu melden, okay. Ich hoffe, dass ich von einem der Computer aus die Kamera deaktivieren kann. Weil sonst ist es hier ein bisschen unangenehm, hier drin rumzulaufen. Ach Mist. Dann verstecke ich mich halt eben mal hier unten. Ach, Fernglas. Schokoriegel. Nichts und... Medikit. Das ist doch praktisch. Bild, Millennium Magazin. Das kennen wir, glaube ich, schon. Dietrich, habe ich 20. Multitools, jetzt bräuchte ich Multitools. Und da kann ich den Dietrich einsetzen. Die Schublade kann man auch öffnen. Was stand da? Neues Zugangskonto. Walton Simons. Okay. Gutes Passwort. Doch. Vorname als Benutzername, Nachname als was. Oh, wie großartig. Oh, wie großartig. Gibt's hier auch Schubladen? Aha, die ich vielleicht übersehen. Oh, ein paar Credits. Kann man gebrauchen. Ach ne, die ist ja offen. Na, ah, Schokoriegel. Ach, blöde Kamera. Was war hier eben? Unter den Tisch? Kann ich nicht. Okay. Ah, da ist ein Sicherheitsterminal. Verdammt, jetzt war ich zu lange in der Kamera gestanden und Alarm ausgelöst. Aber jetzt. Jetzt hat es schon aufgehört. Okay, wenn mich die Kamera nicht mehr sieht, nehme ich an. Dann möchte ich diese Kamera einfach mal abstellen. Vielen Dank. Wow. Endlager. Oh, Pistolenmunition. Ein Multitool. Ein bisschen Munition. Ballistikpanzerung habe ich, glaube ich, noch eine dabei. Ja, für alle Fälle. Und zur Not habe ich auch das Implantat. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Energie. Oha, was ist denn hier drüben? Walton Simons. Die Sicherheitsdienst war heute Morgen da. Bitte ändern Sie den Zugangscode auf 2249. Mhm. Ich mache erstmal Licht an. Was? Page enthüllt Aquinas. Page Industries. Okay. Auch hier wieder. Den Universal-Türöffner.
Schlüssel für den Waffenschrank. Hm, wofür der wohl ist? Ein paar Credits. Und ein schnelleres Nachladen. Das nehme ich gerne auf die Schrotflinte, weil Schrotflinte ist tendenziell Nahkampf und im Nahkampf ist das nicht der Waffenschrank. Im Nahkampf kann man das schneller nachladen, gut gebrauchen. Kriege ich die 50% mit dem da auf? Nein. Boah. Aber wobei, drei Dietriche. Ja komm, was soll das? Das geht doch noch. Ich hab doch genug. Was mich allerdings wundert, ist, dass ich den Schlüssel da nicht benutzen kann. Vielleicht ist damit ein anderer Waffenschrank gemeint. Yay! Ein Bild von Wolf Simons. Darüber freue ich mich aber nicht, sondern ich freue mich darüber. Ein Implantatmodul. Aqualunge, Umgebungsresistenz. Na, vielen Dank auch. Immer noch keinen Bedarf. Das Schwert würde ich gerne behalten und die Ballistikpanzer würde ich gerne wieder. So, ich glaube, jetzt bin ich hier durch. Mach mal das Licht aus. Damit es keinen Verdacht erweckt. Und vielleicht sollte ich auch mal einen richtigen Speicherstand hier machen. Ah, dieses Tor da habe ich geöffnet. Ach, das ist das Waffenlager. Hier einfach sofort auf mich schießt, sobald ich abdrücke. Das ist doch unglaublich. Sind hier irgendwelche... Yep. Ja, das hat leider nicht gereicht. Aber das sollte gereicht haben. Schön. Schön gemacht. Hier gibt es irgendwie nichts. Ist da noch ein Bot? Das klingt gerade so, als wäre da noch was. Das da unten könnten Tore sein mit weiteren Bots hinten dran. Dann gucke ich erstmal hier oben, was es hier so gibt. Das sind Alarmsignale. Kann man da hochklettern? Ne, sieht so ein bisschen aus wie eine Leiter. Also wahrscheinlich könnte man da hochklettern in echt, aber im Spiel halt leider nicht. Kann ich da hoch? Nein. Aber da ist ein Umlauf, gut zu wissen. Die Frage ist nur, wie komme ich dort hoch? Ich könnte hier mit der Tempoerhöhung bestimmt darüber. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Aber zuerst möchte ich mich dann einfach mal hier drin umschauen. Was es hier so alles gibt. You won't believe this, JC. There was a raid on smugglers. Ja, ach, was? I checked the police bands though, and they're still looking for smuggler. Looks like he managed to slip away. Ja, gut, dass ich ihm gesagt habe, dass er abhauen soll, der Smuggler. Sonst hätten sie ihn jetzt gekriegt. Ich habe gerade gesehen, hier rechts ist eine Leiter nach oben. Und auf der anderen Seite sind drei Knöpfe. Ich denke mal, die fahren die Plattform hoch. War das jetzt klug, dass ich den Roboter alles angreifen lasse? Naja, ich muss mich einfach nur ein bisschen bedeckt halten, ne? So, aber ich muss jetzt mal hier kurz Pause machen. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin. Und tschüss.